So Leute, was geht? Niklas hier von PPF Germany und in diesem Video will ich dir einmal erklären, warum du unbedingt Loaded Carry Übungen, also Übungen, wo du Sachen trägst mit deinen Händen, wie zum Beispiel Pharma Carry in dein Training aufnehmen solltest und vor allem, welche 5 Vorteile dir das Ganze bietet. Gut, die Übung, über die wir heute im Schwerpunkt sprechen werden, ist der Pharma Carry, also das klassische, ich habe irgendwas an meinen beiden Händen. Trag das am langen Arm. Das ist im Grunde eine super Übung, die trainiert fast jeden Muskel im Körper und bietet darüber hinaus auch noch ein paar mehr Vorteile, über die wir heute hier in diesem Video sprechen wollen. Wir haben einmal auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Griffkraft, logischerweise, aber eben auch auf die Rumpfstabilität, also auf den Core. Und es wirkt gleichzeitig auch die Kraft und die Stabilität deiner Knöchel, deiner Knie, deiner Hüfte und deiner Schulter trainiert. Also gerade für uns taktische Athleten eine mega vielseitige Übung, die sehr viel kann. Außerdem, was auch noch passieren kann, ist, dass der Farmer's Walk oder Farmer's Carry deine Körperhaltung, deine Balance und deine Stabilität verbessert, was dann wiederum in gewissen Situationen das Verletzungsrisiko reduziert, beziehungsweise man kann auch die Übung ganz gut nehmen für Reha-Maßnahmen, wie zum Beispiel bei Schulterverletzungen wird das ganz gerne gemacht. Alright, sprechen wir jetzt über die 4 Vorteile, die wir persönlich beim Farmer's Walk, Farmer's Carry und generell bei Carry-Übungen sehen und warum wir dir auch empfehlen, dass du das Ganze wirklich regelmäßig einsetzt. Vorteil Nummer 1 ist auf jeden Fall das Thema Körperhaltung. Farmer's Walk fördert einfach eine korrekte Körperhaltung, was einmal klar deine Leistung verbessert, was aber auch das Verletzungsrisiko deutlich reduziert. Die Übung stärkt nämlich diese hintere Muskelkette, die ja im Grunde über den ganzen Körper von hinten einmal entlang geht und kann dann zum Beispiel auch dabei helfen, diese Klassiker wie diese nach vorne hängende Schultern, wenn ich zu viel Brust trainiere und zu wenig Rücken, dann werden ja die Schultern sich irgendwann nach vorne ziehen durch diese Disbalance. Das hilft dagegen und aber auch gegen den runden Rücken, die auch durch ähnliche Sachen kommen. Und gerade wenn du zum Beispiel irgendwie Kopf bist oder so und du oft irgendwo im Funkwagen sitzt oder irgendwie am Schreibtisch stundenlang irgendwelche Vorgänge schreiben musst, ist das Ganze einfach mega wichtig für dich, weil dadurch deine Körperhaltung, weißt du selber, auf jeden Fall nicht besser wird und viele dann auch irgendwann Rücken bekommen. Punkt Nummer 2 ist das Thema Griffkraft. Pharma Carry, Pharma Walk sind einfach eine wirklich sehr, sehr gute Übung, um deine Griffkraft zu steigern. Du kannst das Gewicht dabei im Grunde extrem leicht skalieren und du kannst noch viel variieren. Du kannst Kettlebells nehmen und die tragen. Du kannst aber auch einfach nur Gewichtsscheiben nehmen und die halt tragen, entweder mit der ganzen Hand, mit 3 Fingern nur, was auch immer. Du kannst auch zum Beispiel nur mit einer Kettlebell gehen. Du kannst eine Kettlebell auf die Schulter nehmen, die andere am langen Arm. Du kannst auch Kurzhantel nehmen, kannst die an den normalen Griff nehmen, kannst die aber auch von oben so nehmen, wenn sie halt klein genug sind. Und du kannst im Grunde auch zum Beispiel den Medizinball nehmen, den vor der Brust nehmen oder einen Sandsack nehmen und den halten. Du kannst im Grunde das Ganze mega weit variieren, nach oben skalieren von der Schwierigkeit her. Instabilität mit reinbringen. Also das ist einfach eine mega geile Übung, um die Griffkraft zu trainieren und hat auch eine Übung, die jetzt, sage ich mal, nicht so brutal statisch ist, weil oft hat man ja das Problem, dass man da irgendwie Kreuzheben zum Beispiel auch, da nimmt man ja auch Griffkraft, aber das Ganze ist halt immer wieder eine sehr statische Übung, nicht viel Variation drin und in der Realität ist es ja immer genau das Gegenteil. Man bekommt vielleicht, wenn man jetzt irgendwie jemanden einen Widerstand hat zum Beispiel bei den Polizisten und man bekommt logischerweise nicht immer die ganze Hand an den Körper, sondern vielleicht mal nur irgendwie nur zum Stofffetzen, kann dann nur mit den Fingerkuppen vielleicht gerade arbeiten und das muss ich halt im Training auch machen. Dafür kann ich halt super Kettlebells nehmen, Kurzhantel nehmen, Gewichtsscheiben nehmen und die nur wirklich mit den vorderen Fingergliedern nehmen. Also da sind die Möglichkeiten einfach halt mega unbegrenzt und das macht die Übung an sich auch so gut. Genauso wie Punkt Nummer 3, Carry-Übungen trainieren im Grunde den ganzen Körper. Das fängt an bei den Nackenmuskeln, über die Schultern bis hin zu den Beinmuskeln, die Rumpfmuskulatur. Weil das Ding ist, durch dieses extra Gewicht müssen halt nicht eben nur die Beine mehr arbeiten, sondern auch die Hüfte, weil du hast das Gewicht ja irgendwo mehr oder weniger im Oberkörper und du hast dann ja auch einen veränderten Schwerpunkt, dementsprechend muss die Hüfte, der Core, deutlich mehr arbeiten, das auszugleichen. Die Schultern müssen dieses Gewicht irgendwie führen, die Arme müssen das erstmal auch halten, gerade die Unterarme und auch wieder unterer Rücken, wobei viele auch ein Problem bekommen, von vielen Sitzen zum Beispiel, wird dabei super trainiert. Und was außerdem durch diese Carry-Übungen trainiert werden kann, das sind eben diese kleinen Muskelgruppen, diese Zwischenmuskulatur auch, die man mit anderen Übungen halt eher schwieriger erreichen kann, weil da einfach oft diese Dynamik und diese ganze Stabilität einfach fehlt. Wie jetzt zum Beispiel diese kleinen Muskeln rund um der Wirbelsäule herum,
die aber dann eben die Wirbelsäule stabilisieren und uns damit auch vor Verletzungen schützen können. Das ist halt mega wichtig, wird aber bei so klassischen Übungen, gerade bei diesen ganzen klassischen Bodybuilder-Übungen, wird das Ganze halt nicht so krass trainiert, weil da einfach halt diese ganzen Dynamik fehlt, es sind viele Maschinen unterwegs, da muss man nicht viel selber ausgleichen und durch freie Gewichte und gerade durch so Carry-Übungen mit Bewegung, wo ich mich irgendwo dynamisch bewege, da kann ich so welche Muskeln einfach viel, viel besser mit treffen und doch vor allem viel realer irgendwo. Wir wollen ja immer versuchen, dass wir im Training Bewegungsmuster aus dem Dienst trainieren, da auch widerspiegeln. Und das kann ich halt eben nicht machen, so einfach zumindest durch Maschinentraining, sondern eher durch freie Gewichte. Und der letzte Vorteil, Carry-Übungen sind im Grunde auch mega gut für deinen Kopf. Weil zum Beispiel, also ich mache es ganz, ganz gerne, gerade immer nach einem längeren Ganzkörper-Workout, wo halt die Griffkraft am Ende eh schon eingeschränkt ist, weil ich halt eben vielleicht vorher Klimmzüge gemacht habe, Kreuzheben gemacht habe, Rudern gemacht habe, wo ich überall eh schon Griffkraft brauche. Ganz genau dann sind Carry-Übungen halt ein super Finisher. Weil deine Unterarme werden mit Garantie brennen und du musst dann am Ende richtig kämpfen, dass dir die Kettlebell halt nicht aus den Fingern rutscht oder halt du zumindest so lange daran kämpfst, bis dir die halt irgendwann halt unfreiwillig aus den Fingern rutscht. Aber so kannst du halt jedes Mal aufs Neue deine Grenzen irgendwo ausmaxen, drüber hinausgehen und irgendwo gegen deinen Kopf gewinnen, der dir halt sagt, boah, Unterarm brennt so krass, ich habe keine Griffkraft mehr, das lässt gleich los und dann trotzdem machst du halt noch weiter. Und das wird dann dadurch definitiv deine mentale Stärke fördern. Also zusammengefasst sind Carry-Übungen auf jeden Fall eine mega sinnvolle Ergänzung im Grunde von jedem Workout. Das kann man, gerade wenn man Griffkraft hat oder auch Core-Stabilität noch bei dir die Schwächen sind, dann kannst du hier auf jeden Fall durch relativ kreative Mittel auch viel Fortschritt machen und das im Grunde fast hinter jedes Workout 5-10 Minuten ein paar Übungen nochmal dranhängen. Deswegen auch auf jeden Fall unsere Empfehlung, bau das Ganze regelmäßig ein, variier die Übungen, guck, wo du noch ein bisschen schwächend hast, guck mal, ob du das Ganze bisher vielleicht eher statisch trainiert hast, ohne viel Bewegung, ohne viel Dynamik. Und wenn ja, dann guck, dass du das Ganze ein bisschen dynamischer gestaltest, mal nicht immer nur eine Kurzhantel nimmst und nicht immer nur eine Kettlebell nimmst, sondern dann ein bisschen variierst. Wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, wie du das Ganze konkret umsetzen sollst, welche Übungen und wie du das in dein Training integrieren sollst, ob man irgendwie Strecke oder Zeit nehmen soll für den Anfang, um das Ganze zu skalieren, melde dich gerne bei uns bei Instagram, können wir dir kurz ein paar Tipps zu geben oder kommentiere hier einfach. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Hau rein!